Nach drei torlosen Partien und nur zwei Punkten aus den letzten drei Spielen liegt der Hamburger Sportverein in der zweiten Bundesliga auf Platz 4. Nun meldet sich Sportchef Ralf Becker zu Wort und fordert einen Erfolg. 8 Spieltage ist die Saison der zweiten Bundesliga alt und beim Erstliga-Absteiger aus Hamburg hängt der Haussegen schon jetzt wieder ordentlich schief. Hatte sich der Ex-Dino nach 4 Siegen in Folge und einem zwischenzeitlichen ersten Tabellenplatz in Sicherheit gewähnt, so folgte darauf gleich große Ernüchterung, erst eine 0:5-Klatsche gegen Jan Regensburg vor heimischem Publikum, dann 2 torlose Unentschieden. Das liegt weit unter den Ansprüchen einer Mannschaft, die vor der Saison einen sofortigen Wiederaufstieg als Ziel ausgegeben hatte. Zum Vergleich, mit Absteiger Köln steht mit 5 Punkten Vorsprung auf den Hamburger SV aktuell auf dem ersten Tabellenplatz. Christian Titz und der HSV stehen gegen Darmstadt unter Zugzwang. Es ist in Hamburg ein Trend zu erkennen, den es aufzuhalten gilt, das wissen die Verantwortlichen. In vergangenen Spielzeiten haben die Hamburger Anhänger Turbulenzen dieser oder schlimmerer Art häufiger kommen als gehen sehen. Auch deshalb werden seitens der Vereinsleitung schon jetzt harte Worte gewählt, wenn es um den weiteren Verlauf der Saison geht. Sportchef Becker war es, der nun den Druck auf Trainer und Team noch einmal drastisch erhöhte, das Gefühl der Zufriedenheit ist nie gut. Wir müssen die Themen ansprechen und alles dafür tun, dass wir am Saisonende unser Ziel erreichen, so der enttäuschte HSV-Boss nach dem zweiten 0:0 in Folge. Der 47-Jährige gab im Interview auch gleich die Marschrichtung vor, die richtige Reaktion sei es, wenn man im nächsten Spiel gegen Darmstadt gewinne, und das müssen wir, Trainer Titz vor dem Aus. Tatsächlich wäre ein Sieg nicht nur für die Saisonziele des Vereins, sondern auch für den Verbleib von Christian Titz als HSV-Trainer von immenser Bedeutung. Denn der hatte zwar nach der Schmach gegen Regensburg durch taktische Maßnahmen die Defensive stabilisiert, es war ihm jedoch auch im Derby gegen St. Pauli noch nicht gelungen, seine Mannen zu zwingenden Angriffsaktionen zu bewegen. Salt die Offensive Kraft auch in den Naxen spielen nicht zurückkehren, konnte Titz Trainerstuhl doch ins Wackeln geraten. Wir hatten zuletzt 7 Tage, in denen es nicht so lief wie gewünscht. Jetzt gilt es, die Gegenze steuern und wieder in die Erfolgsspur zu finden. Wir haben bis zur zwischenzeitlichen Tabellenführung schon gezeigt, dass wir Tore schießen können. Wir wissen aber auch, dass wir im Offensivspiel wieder zulegen müssen. Man sei sich der Tatsache bewusst gewesen, dass mit dem stark verjüngten Kader auch mal Schwächephasen auftreten würden. Nun gelte alle Konzentration dem nächsten Spiel gegen den SV Darmstadt 98, Frau 18.30 Uhr. Und dort spricht wenigstens die Statistik für Christian Titz und seine Nordlichter, denn in Darmstadt hat der HSV noch nie verloren. Vielleicht genau der richtige Gegner für eine Trendwende.